sind 4 Maden. Hallo Leute, da ist wieder Mario heute aus Chaam am Strand zu einem speziellen Anlass in Thailand. Heute ist nämlich Loy Krathong. Loy Krathong, was ist Loy Krathong und was machen wir hier heute hier am Strand? Chai. Ja Leute, was ist Loy Krathong? Was hat das für eine Bedeutung? Also Loy Krathong ist kein offizieller Feiertag in Thailand, also die Leute arbeiten ganz normal. Es ist aber ein Fest, wo man, oder sagen wir es mal so, das Ganze kommt wahrscheinlich aus dem Hinduismus, also aus Indien, vermutet man. Und es ist ein Tag im Jahr, wo man seine Sorgen, seine Ängste ablegen kann. Und für das gibt es so eine kleine Zeremonie, ist übertrieben, aber man kauft sich so ein Floß. Krathong heißt auch Floß auf Thailändisch. Und das Floß ist dann meistens aus Bananenblättern gemacht oder einfach aus Pflanzen zusammengesteckt, mit einer Kerze vielleicht noch, ein paar Blümchen und, oder Räucherstäbchen. Und das wird dann irgendwo in einen Fluss, in einen See oder ins Meer gelegt und man tut so symbolisch seinen Ärger, seinen Frust, seine Laster mit diesem Floß davon treiben lassen. Da ich ja keinen Ärger und keinen Frust habe, muss ich das ja nicht machen. Nein, Spaß beiseite. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig erklärt. Schaut doch sonst einfach mal bei Wikipedia oder so nach, dort ist es dann genauer beschrieben. Ja, auf jeden Fall hat es auch noch eine andere Bedeutung. Nämlich glauben die Thais auch daran, dass wenn man dieses Floß, das Krathong, zusammen ins Wasser legt und davon treiben lässt, dann gibt es eine starke Bindung, also die Sorgen sind weg etc., die Ängste, und es kann ein Zeichen sein für eine glückliche Beziehung. Daher ist Loy Krathong nicht einfach nur das Lichterfest, sondern für viele Thais, vor allem Pärchen, auch ein wichtiger Anlass, um ihre Liebe auszudrücken. So, wir müssen jetzt so ein Floß finden, so ein Krathong. Wir laufen jetzt mal schnell ein bisschen rum und schauen, wo wir hier so eins kaufen können. Ja. Au alai. Schauen wir uns das Floß einmal an. Was ist eben so ein Krathong? Also ich könnte es hier sehen. Fangen wir von oben an. Das sind drei Räucherstäbchen, die zündet man dann an. Dann geht es weiter runter, dann haben wir hier eine Kerze. Dann so eine Blume aus Papier. Gutes Zeichen, wie ich ja schon erwähnt habe. Das muss biologisch abbaubar sein. Dann haben wir hier die Blumen. Dann haben wir hier, was ist das? Das schaut nach, keine Ahnung was das ist, das schaut nach Plastik aus. Das ist wahrscheinlich nicht wirklich gut, das schaut eher nach Plastik aus. Plastik sollte eigentlich nicht sein, oder? Sie verkaufen es schließlich als biologisch abbaubar. Oder vielleicht irre ich mich auch, vielleicht ist es Wachs, aber ich denke es ist Plastik. Dann haben wir hier Bananenblätter.
Dann weiter unten, der Boden sieht man es, ja, das ist auch vom Bananenbaum. Ein Stück Holz oder Bananenbaum. Und dann noch was, das habe ich eben vorher schon erwähnt, was ich auch nicht gut finde, aber man macht es trotzdem noch, sind da, seht ihr das, das sind so kleine Nägel und so Postage, die man da reinhaut, um eben das Ganze zusammenzuhalten. Was nicht gut ist, weil das eben nachher überall am Strand rumliegt und die Leute draufstehen können, was zu Verletzungen führt. Wir werden das Floß schnell im Auto deponieren, da es noch ein bisschen zu früh ist. Es hat noch zu wenig Leute hier. Und ja, nachdem wir es deponiert haben, werden wir ein bisschen hier an der Strandpromenade noch entlang laufen, was trinken gehen, bis die richtige Stimmung aufkommt und auch die Leute alle eingetroffen sind. So, hier haben wir frittierte Calamares. Frittierte Calamares. Das sind Calamares mit einer Panade und extrem viel Öl. Schmecken überhaupt nicht besonders, kostet 180 Baht. Dann gehen wir hier rüber. Das sind frittierte Pilze. Außer Panade und ein halbes Kilo Öl kann ich da überhaupt keinen Pilzgeschmack feststellen. Kosten 150 Baht. Ja, im letzten Video habe ich bei der thailändischen Oma für 45 Baht, ich weiß, das war extrem günstig, wirklich super feines Rindfleisch, Gemüse und Reis gegessen für 45 Baht. Und wenn ich jetzt das hier vergleiche, also was du hier für diesen Preis zusammen, sind das 330 Baht für diesen, man kann es nicht anders sagen, es ist wirklich Schrott, es ist Panade mit Öl. Ja. Ich glaube, da muss ich nichts mehr dazu sagen, warum dass ich immer Werbung mache für die feinen Straßenküchen und die thailändische Küche auf dem Land. Ja, also wir haben uns jetzt verschoben und zwar an einen Ort, wo es einen Tempel hat und einen kleinen See. Am Strand war nichts los. Ich habe aber auch gesehen, dass es sehr, sehr viele Touristen gibt, die am Strand warten auf das Lichterfest. Und das ist jetzt eben genauso eine Sache, wenn man nicht weiß, wo der Bär tanzt, dann ist man auf verlorenen Posten. Und ich werde euch jetzt ein bisschen rumführen, nicht mehr groß kommentieren, schaut euch das Ganze selber an. Viel Spaß!
natürlich auch dazu gehört, ist Haufen Essen. Überall gibt es Essen. Dann sonst Stände. Es ist so wie ein Markt. Ein Marktgelände rundherum. Um das Festgelände. Im Zentrum hat es einen kleinen See. Und in diesem See werden die Kartons deponiert, beziehungsweise lässt man die gehen. So läuft das mehr oder weniger. Gutes, frisches Hühnchen. Arme. So, meine Frau versucht oder probiert jetzt hier die Maden, die saftigen Maden. So ein kleines Säcklein mit Maden drin kostet 30 Baht hier. Also Leute, hier sieht man es, das sind 4 Maden. Schaut so aus, als hätte man die mit Öl gebraten. Ich habe sie schon mal gegessen, also es ist nichts Neues. Ja, sehr proteinreich, sehr gut. Schmeckt. Wie soll man es vergleichen? Ja, es ist wirklich gut. Ja, und weil es so gut war, gibt es nochmal 2 Maden zusätzlich. Ja. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben, aber das Zeug schmeckt wirklich gut. Leicht salzig. Bisschen Öl. Ich weiß wirklich nicht, mit was ich es vergleichen soll, aber es ist so irgendwie, wie man ein Ei isst. Ein Ei, das Eigelb, genau, das Eigelb, wenn es gut durch ist. So in etwa. Ich muss halt immer, oder ich kann es nur immer wieder sagen, das ist Thailand. Das sind die Orte, wo man eigentlich hingehen sollte und nicht in den teuren Restaurants abhängen, wie ich vorher, und Unsummen bezahlen für irgendwas, was überhaupt nicht schmeckt, wenn man hier so viele Köstlichkeiten kriegt. Ja, das ist richtig gut hier. Sehr viele Leute, junge Leute vor allem auch, sehr viele junge Thais, Pärchen. Dann, ja, Touristen auch hier praktisch keine. Die einzigen Ausländer, die sich hier rumtreiben, sind Leute, Expats, die hier in Thailand leben. Ja, das war's von Loy Krathong. Dem Fest der Liebe, Lichterfestival, wie man es auch immer nennt.
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Ansonsten in der Videobeschreibung findet ihr noch genau detailliert, was das Ganze bedeutet für diejenigen, die es interessiert. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Thailand.